Herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video hier auf Diesel TV. Ich muss mich ein bisschen beeilen, denn ich muss nachher noch irgendwie hier weiterkommen. Ich habe nicht mehr so viel Schichtzeit. Heute geht es um das Fazit zum 660S. Ich habe den jetzt soweit ausgeräumt, alles ist wieder in meinem LKW. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte jetzt ja eine Woche den R45, mit dem ich auch schon sehr zufrieden war. Und dann wollte ich halt aus Verbrauchsgründen unbedingt noch hier den neuen V8 testen. Ich hatte dann am Montag, diejenigen, die mein Tourvideo gesehen haben oder meine Fernfahrwoche mit dem Wagen alles mitbekommen, war ich ultra sparsam. Also ich habe 21,7 Liter, man soll es kaum glauben, mit einem 16 Liter V8 verbraucht, mit ungefähr 5 Tonnen Beladung und ja, mittelschwerer, eher leichte Topografie. Meiner braucht da eigentlich immer 27, sagen wir mal, ich bin jetzt mal nett und sagen wir mal 26 Liter würde meiner verbrauchen. Da bin ich hier mit dem 5 Liter besser und tatsächlich gar nicht mehr so weit weg von dem R45. Ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, hier ist jetzt auch das aktuellste, neueste Getriebe verbaut. Und der eben mit diesem Overdrive und sowas, also der läuft wirklich sehr sparsam, gerade in der Endgeschwindigkeit. Eine Sache, die ich beim Fazit vergessen habe zu erzählen, auf die ich nochmal hingewiesen wurde, und es ist nämlich, dass die Tanks hier ab Werk lackiert sind. Also das kann man so bestellen. Man kann ja auch die Tankbänder andersfarbig haben, wenn man das denn mag. Und ist gar nicht so teuer. Also wohl um die 300 Euro pro Tank plus, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas für die Tankbänder. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. Auch ist hier zum Beispiel der Rahmen lackiert in schwarz. Man sieht es jetzt nicht so gut, weil der halt dreckig ist. Aber kann man eben auch noch als Option bestellen ab Werk. Und ja, zum Beispiel kann man auch die Narben anders farbig lackieren. Aber das habe ich, glaube ich, sogar gesagt in der Vorstellung. Ja, von außen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Außer, dass ich jetzt nach den 2 Tagen im S definitiv den S statt dem R nehmen würde. Das Platzangebot hier, das man zusätzlich hat, ist einfach schon nicht zu vernachlässigen und ist halt deutlich komfortabler. Also vor allem auch im Vergleich zu meinem, mit meiner Oldtimer-Kabine hier, in Anführungszeichen natürlich, da kann ich halt echt nicht mehr mithalten. Was auch sehr, sehr gut war, das habt ihr hoffentlich alle auch gehört in der Fernfahrerwoche, ist der Klang. Also der bollert hier richtig schön raus, also man hat echt einen richtig, richtig schönen Motorsound. Und es ist gerade so als kleiner Soundliebhaber doch schon auch eine coole Sache, dass da immer noch so Emotionen geweckt werden. Deutlich besserer Klang als bei mir. In der Kabine brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so viel sagen. Habe ich ja schon im R die meisten Sachen gesagt. Das ist halt hier auch, man ist Ewigkeit mit dem Ding verbunden. Das geht genauso an, wenn man mit dem Spurverlassungswarner fährt und man über die Spur kommt, dann geht ja auch die Musik wieder an. Was hier noch anders ist, ist, wenn der Motor läuft, ist auch das Licht, also das Tagfahrlicht hier am LKW an ist, ist auch das Licht am Auflieger an. Das ist also nur eine Programmiersache, das hatte ich ja in dem R45-Video am Ende gesagt, dass man das wahrscheinlich programmieren kann. Ja, dann ist halt ebener Boden, fand ich richtig gut, und halt auch der drehbare Beifahrersitz. Also da habe ich mich echt wieder neu verliebt. Das hätte ich wirklich gerne in meinem Streamland, aber ja, gibt es halt nicht bei mir. Genug zum Komfort. Das wohl Wichtigste ist der Verbrauch. Wie viel ich jetzt am Ende verbraucht habe. Und ich war wirklich, wirklich überrascht. Ich bin jetzt am Ende bei 25,8 Litern gelandet, was ich wirklich gut finde. Also ich war teilweise voll ausgeladen und bin mit so 15 Tonnen ungefähr über die Kasseler Berge gefahren. Ich habe auch hier nochmal andere Bordcomputer zurückgesetzt. Das war jetzt zum Beispiel von heute Morgen. Und ja, ihr seht 30,4 im Schnitt, aber halt über Kasseler Berge. Und am Anfang auch noch voll beladen und danach eben teil ausgeladen. Und der andere hier, der ist noch etwas kürzer, bin ich bei 25,7. Aber für einen 8-Zylinder, also da kann man wirklich nicht meckern. Da bin ich mit meinem eher bei um die 30. Und ich hatte ja am Ende mit dem R45 auch 25 kombiniert. Also es ist echt, echt erstaunlich. Ich weiß nicht, ob der hier mit Smörebröt läuft oder keine Ahnung, was die Schweden da gemacht haben. Aber es ist wirklich echt richtig, richtig sparsam. Klar, da geht natürlich noch mehr, ja. Mit dem 6-Zylinder, der 45er war ja schon noch mal sparsamer, aber es ist wirklich echt überraschend.
Dazu sollte man vielleicht noch sagen, dass nächstes Jahr auch ein neuer Sechszylindermotor kommt, habe ich gehört. Mit neuem, ganz neuem Motor und auch neues Getriebe, also wahrscheinlich das Getriebe, was der hier auch hat. Und da wird man dann mit Sicherheit wieder diese typischen 2-3 Liter Mehrverbrauch vom V8 haben gegenüber dem neuen Sechszylinder. Aber Stand jetzt kann ich es ja nur mit dem aktuellen Sechszylinder vergleichen. Und da bin ich offensichtlich hier nur 0,8 Liter schlechter. Und das ist mal wirklich, also wirklich eine Ansage. Mehr brauche ich eigentlich jetzt nicht zu sagen. Also Verbrauchsschocker könnte man sagen. Also ein kleiner Clickbait-Titel. Nein, aber ist ja tatsächlich so. Also 25 Liter, 26 Liter, das brauchen viele mit einem Sechszylinder. Und hier hat man das mit einem V8 16 Liter Hubraum. Und ich hatte ja echt nicht damit gerechnet. Also ich dachte 25 oder sagen wir mal 24 verbraucht der, wenn ich eine leichte Ladung habe. Ja, aber der braucht 21,5. Vielleicht 22 mit wenig Gewicht und dann halt um die 26, 27 mit viel Gewicht. Und da kommt man halt irgendwo bei 25 Liter raus. Also Hut ab, kann man nicht anders sagen. Ich bin gespannt auf den neuen kleinen Motor. Dann nächstes Jahr gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, das mal zu testen. Da müssten dann ja brutalste Verbrauchswerte rauskommen. Ich bin ein bisschen im Stress, deswegen ist es hier nicht so ausführlich. Aber ich meine, ich habe jetzt auch wirklich schon alles gesagt zum Next Gen. Was soll ich hier noch großartig erklären? Sonst kommt alles 2, 3 oder 4 Mal. Was auch immer 2, 3 oder 4 Mal kommt, ist natürlich ein Däumchen mehr ein Träumchen. Oh Gott, so schlecht. Ja, danke fürs kurze Reinschneiden. Ist ungefähr wahrscheinlich 5, 6 Minuten das Video. Aber ich wollte es euch einfach erzählen. Also ich bin wirklich überrascht davon. Ja, macht's gut. Haut rein, ihr wisst ja, nehmt euch ein Träumchen und dann müsst ihr jetzt danach wieder normal Fernfahrerwoche hier mit meinem Scania kommen. Bis dann. Ciao.